Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier vom Bahnhof in Borken. Heute geht's mal wieder für mich nach Köln. Wie viele von euch wissen, ziehe ich ja nächste Woche am 15. erst nach Köln in eine WG. Und dort kriege ich auch eine Person, die mich begleitet, die mir ein bisschen hilft, so bei dies und das. Und die lerne ich heute kennen. Ich freue mich da richtig schon drauf, aber davon kann ich euch leider keine Impressionen zeigen. Aber von meiner Tour nach Essen, ich denke mal, ich habe gleich eine halbe Stunde Zeit in Essen, werde ich euch Einfahrt zwei IC3 Züge filmen, die wie immer so zwischen 10 vor 10 und 11 Uhr dann reinkommen. Das wäre im Durchrechnen. Zug kommt um 8.30 Uhr, 39. Nein, das ist dann, sind dann die Züge um 10 vor 10 und 10 Uhr. Ich fahre ja eine Stunde eher. Ja, und dann sehen wir uns gleich in Essen am Hauptbahnhof wieder. Bis gleich. Ja, ich bin jetzt hier am Essen Hauptbahnhof angekommen. Neben mir fährt ein Zug, ein ICE der Baureihe 1 raus. Und auf der anderen Seite steht jetzt ein IC3. Ja, die Einfahrt der beiden Züge kann ich euch leider nicht filmen. Wie ihr seht, sind sie beide schon drin. Ja, aber die Ausfahrt kann ich euch filmen. Ist bestimmt auch mal ganz interessant. Ja, die Türen sind zu bei diesem IC3 und er wird gleich rausfahren. Filmen wir also die Ausfahrt aus dem Essener Hauptbahnhof. Dieser Zug fährt nach München.
Ja, da oben ist mein Zug auch schon angeschlagen. RE1 nach Aachen, mit dem fahre ich dann bis Köln. Die Ausfahrt des Eurocities 9 nach Zürich Hauptbahnhofs werde ich euch natürlich filmen. Ja, nun fährt er aus, der Eurocity nach Zürich. Ja, es ist 22:45. Ich bin gerade in Köln-Deutz angekommen und jetzt geht's für mich zum schönen Rhein. Ja, mal schauen, was ich dort so für schöne Impressionen vom Dom und so machen kann. Bis gleich. Ja, so ein Hochwasser sollte man unterschätzen. Gerade als ich den Rhein überquert habe, konnte ich den Talis, der Richtung Dortmund fährt, filmen. Ja, war zufällig, aber danke, lieber Talis, dass du gekommen bist. Jetzt gehen wir rüber zur Deutzer Brücke, machen von da noch ein paar Aufnahmen und ja, bis nachher. Ja, ich stehe gerade hier am Rhein. Der Rhein hat im Moment einen Pegel von 8,80 Meter. Aber ihr könnt selber am Geländer sehen, das Wasser ist schon wirklich hoch. Ich bin gerade auch am Rhein entlang gegangen. Die Schutzwände stehen teilweise auch schon. Es wird auch aufgepasst, dass keiner hinter die Abschirmung geht. Finde ich auch schon richtig. Denn man sollte so eine Flut nicht unterschätzen. Ist man da einmal drin, wird man mitgerissen. Ja, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen weiter den Rhein entlang,
Ja, rechts neben mir ist Rheinkargo, Landebrücken Nummer 1. Da steht auch nichts mehr. Schiffsverkehr ist auch eingestellt. Ist nämlich immer ab 8,30 Meter. Und ja, man sollte es nicht unterschätzen, wie gesagt. Ja, vor mir seht ihr das Schokoladenmuseum. Und ja, selbst hier wird Treibgut angeschwemmt. Ja, ist schon nicht ohne. Ja, und das ist meine neue Heimat Köln, wo ich dann nächste Woche ab dem 15.01. wohnen werde. Ja, hier vor dem Schokoladenmuseum, ihr seht die Brücke. Sie ist auch weggedrückt worden, damit bei der Flut sie nicht überflutet wird. Oder ich weiß nicht warum. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja, von dieser Seite könnt ihr die Brücke jetzt sehen. Normalerweise geht die rüber zum Schokoladenmuseum, aber sie ist wegen dem Hochwasser weggedrückt worden. Wie gesagt, ich weiß nicht warum, aber das ist jetzt so. Ja, ich gehe jetzt nochmal auf die andere Rheinseite, guck dann nochmal, dass ich ein paar schöne Impressionen für euch machen kann. Ihr merkt schon, ich bin schon ein bisschen außer Puste, aber für meine super Community, die aus 1500 Abonnenten besteht, mache ich es gerne. Aber dafür möchte ich von euch einen Daumen nach oben haben. Danke! Ja, ich habe einen netten Kölner gefragt und das ist tatsächlich die Fläche, wo immer die Kirmes stattfindet. Hierhin geht's ja noch, wenn ihr mal ein bisschen weiter dahinter guckt, da gehen wir auch gleich noch hin, ist das schon nicht ohne. Ja, ich wollte hier eigentlich über die Deutzer Brücke gehen, aber dann bin ich doch tatsächlich bis zur Severinbrücke gegangen. Ja, ich laufe jetzt auf den Platz, wo normalerweise die Kirmes ist. Und ja, hier. Das ist der Platz, wo auch die Kirmes immer ist in Köln-Deutz. Auch dort gibt es Stellen von Hochwasser. Ja, ich weiß, dieses Video ist ein bisschen länger, aber wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mir einfach mal in die Kommentare Hashtag Hochwasser in Köln. Danke! Ja, dort hinten auf der anderen Seite war ich vorhin. Jetzt schauen wir nochmal von dieser Seite, dass wir ein paar Impressionen bekommen. Übrigens, das dort drüben ist der Kölner Dom, falls sie nicht kennt. Ja, ich bin jetzt auch auf der Überlauffläche hier am Rhein, hier wo normalerweise die Kirmes ist. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Ja, ich muss selber ein bisschen aufpassen. Ich stelle selber schon mal ein bisschen im Wasser.
Ja, so sieht's aus. Ja, nochmal ein kleiner Blick auf diesen Platz. Ich erkenne diesen Platz auch wieder. Es ist wirklich der Platz, wo die Kirmes immer ist in Köln-Deutz. Ja, es ist jetzt 12:05. Um 2 Uhr habe ich meinen Termin. Deswegen soll es das auch schon gewesen sein. Ich denke mal, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen hier vom Kölner Hochwasser. Und ich sage, ciao mit V, euer Robin. Und denkt dran, auch wir YouTuber sind nur Menschen.